So, hallo und herzlich willkommen bei Elvo Gaming TV und zum neuen Battlefield 4 Video. Und wie ihr im Hintergrund schon seht, geht es hier um die neuen Waffen, die im Dragon's Teeth DLC vorhanden sein werden. Ich habe gerade gesehen, die MPX, das neue SMG bzw. die neue PDW. Und als zweites die Unica, das ist die zweite Pistole im Bunde neben der Deagle, ein Revolver, der keinen Schussdelay hat und sehr schnell hintereinander schießt, wie ihr hier auch seht. Hat eine sehr komische Nachladezeit, aber wir sehen sie gleich auch noch in Action. Mit der MPX habe ich gespielt, mit dem Schalldämpfer, dem Laser, dem Coyote-Visier und dem Griff, dem Vertikalgriff, glaube ich. Warum kann ich die Waffen jetzt schon spielen? Ganz einfach, CTE, das ist das Test Environment, wie bei Battlefield, das gab es glaube ich auch mal. Und jetzt heißt das CTE Public Test Environment für halt den PC. Und das sind jetzt die neuen Waffen des Dragon's Teeth DLCs auch erschienen. Und ja, ich habe mir mal gleich gedacht, ja, nimmst du mal ein bisschen auf. Und die MPX hat mich halt am meisten so ein bisschen angemacht von allen Waffen. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich die MPX und ja, wir gucken dann auch gleich mal auf die Stats der Waffe. Hat jetzt nicht wirklich den höchsten Schaden von allen, macht einen regulären 30er Schaden, fällt auch relativ schnell ab auf die Distanz. Bei BDW ist normal, ich hätte den Schalldämpfer nicht nehmen sollen, wie ihr ja auch seht. Das Aim ist für den Arsch, das weiß ich, aber ja. Der Schalldämpfer macht halt die Kugel natürlich schon noch langsamer und bei einem PDW ist das ein bisschen kritisch. Aber ich fand es ja einfach mit Schalldämpfer ziemlich cool, so ein bisschen rumsneaken und so. Vom Design der Waffe her ist es sehr, sehr gut. Nachladezeit ist auch relativ schnell, gibt aber allerdings schnellere Waffen. Vor allem die längere Nachladezeit ist jetzt auch nicht übertrieben lang, aber ist alles im Mittelfeld gehalten. Die Schaden sind Standardwerte. Was die Waffe besonders macht, dass es eine sehr hohe Rate of Fire hat, glaube eine, das steht hier noch gar nicht drin bei Simfig. Es steht nur drin, dass es, ja, ich denke mal, es ist eine 700 bis 800 Rate of Fire. Muss eine PDW, finde ich, auch haben, denn die haben ja allgemein weniger Schaden und wenn PDWs weniger Schaden haben, dann müssten sie aber auch eine höhere Rate of Fire haben, dass sie einen hohen Schadensoutput haben. Und das hat die Waffe meines Erachtens schon, aber auf die Range, wie gesagt, ist es wieder keine Waffe. Es ist wirklich eine reine Close-Quarters-Waffe. Aber da macht sie auch richtig, richtig viel Spaß, meine Leute. Da macht sie richtig Spaß, kann sie gut performen. Sieht super schnieke aus, super klasse Design, wirklich. Also, das ist die Waffe, die für mich jetzt am besten wirkt. Die Iron Sights sind ja, wie ihr vorher gesehen habt, auch ganz ordentlich. Man kann da ja mit auch noch Kills reißen. Das ist ja nicht so, dass können wir jetzt gar keinen Kills mehr reißen, aber ja, ich würde euch einen Red Dot halt empfehlen oder halt ein anderes Visier, aber auf jeden Fall kein größeres als ein 1,5-fache Vergrößerung. Das bringt es auf jeden Fall bei der Waffe gar nicht. Hab hier eine Tarnung drauf geklatscht, glaube diese Phantom-Tarnung, aber wirklich, muss man sagen, im Grunde eine sehr, sehr geile Waffe, die mich ja, überrascht hat. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck und macht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß. Wenn ihr CTE auch mal spielen wollt und die neuen Waffen schon vorab testen wollt, dann habe ich den Link in die Beschreibung reingepackt. Da könnt ihr euch anmelden für CTE und dort dann die Waffen spielen und antesten. Da könnt ihr nämlich alle Waffen spielen, die noch rauskommen, wie die Unica, die Deagle oder auch die Bulldog oder auch die Macmillan. Dieses neue Sniper-Gewehr ist eine coole Sache, wie ich finde, dass man die Sache neu vorher antesten kann. Man kann ja auch ins Forum reinschreiben, was dir an den Waffen gefällt und was einem nicht gefällt. Das heißt, man hat ja noch Einfluss drauf, dass die Waffen vielleicht noch von den Stats her verändert werden können. Ja, die Unica, das ist meine sekundäre Waffe, die ich hier dabei habe, ist eigentlich ein normaler Revolver, macht auch den gleichen Schaden wie die MP412 Rex, hat keinen Kugel. Also keine Abzugsverzögerung, also die Kugel kommt direkt raus. Und das ist ein riesen Vorteil der Waffe. Allerdings muss ich sagen, dass sie sehr, sehr ungenau ist. Und das habe ich das auch meine Erfahrung gemacht. Auf die Entfernung war sie sehr, sehr ungenau, obwohl ich auf dem Target drauf war. Was ich persönlich sehr, sehr schade fand. Allerdings macht sie auf die Close Range und auch Mid Range Bereich, macht die schon ziemlich Spaß, weil sie dann manchmal zwei Schuss, manchmal auch einen Dreischuss braucht. Aber wirklich eine vernünftige Waffe ist, mit der man auch
wenn man abdrückt, gleich eine Rückmeldung durch einen Hitmarker bekommt, wenn man den trifft. Sie ist sehr, sehr ungenau meines Erachtens. Naja, also ich finde sie ganz okay. Ist nicht meine Lieblingspistole, muss ich dazu sagen. Aber macht auf jeden Fall Spaß mit dem Ding. Die Nachladezeit ist etwas länger als bei allen anderen Revolvern. Gut, die Magnum braucht noch ein bisschen länger, aber sonst, die Deagle hat ja eine der kürzeren Nachladezeiten und hat auch einen relativ hohen Schaden. Das heißt, die Deagle ist eigentlich so die bessere Variante jetzt in dem DLC. Was an Waffen, an Sidearm-Waffen rauskommt, ist die Deagle die bessere Wahl, wie ich finde. Ich habe es ja auch ein bisschen gespielt und fand die Deagle so ein bisschen besser. Wollte aber hier in dem Gameplay mal die Unica machen, weil jeder jetzt die Deagle hochlädt und ich wollte einfach mal Unica auch ein bisschen zeigen. Die dürfen wir auch nicht unbeachtet lassen, ist immerhin auch eine ganz ordentliche Waffe. Ja. Allein Resort gespielt, nicht mein Lieblingsmap, aber auf TTE läuft eben nichts anderes irgendwie. Keine Ahnung, ob die keinen Bock auf die anderen Waffen-Maps haben, aber CTE, könnt ihr euch mal anschauen, die neuen Waffen mit der MPX. Ich finde es eine sehr, sehr gute PDW. Man kann es jetzt noch schwer einsetzen, weil jeder, wo ich mit der neuen Waffe rumgelaufen ist, wie das sich jetzt im richtigen Spiel anfühlt, aber ich denke, sie wird im Close Quarter eine sehr große Rolle einnehmen. Natürlich gibt es auch viele Alternativen wie die MP7. Wird sich dann rausstellen, was jetzt, wo ein Vorteil besteht, inwiefern die Waffe jetzt besser performt. Das müssen wir alles noch dann im, wenn die Waffe dann wirklich im echten Spiel drin ist, noch ein bisschen unter die Lupe nehmen. Aber vom jetzigen Zeitpunkt her finde ich es eine sehr, sehr gute PDW. Und ich werde es auf jeden Fall viel spielen, wenn die Waffen dann letztendlich auch released worden sind. Release-Datum, wie gesagt, immer noch nicht bekannt. Die Entwickler halten sich da noch sehr, sehr bedeckt. Ich habe gedacht, es kommt bei der E3 jetzt, aber es kam nicht. Aber es kam ein Update für CTE mit den neuen Waffen, was auch schon mal was Cooles ist. Vielleicht wollen sie es einfach noch mal eine Woche abwarten, wie jetzt das Ganze sich da so ein bisschen entwickelt und was für die Waffen jetzt vorgeschlagen wird von der Community, finde ich eine super Sache, wirklich auch sehr, sehr gut von DICE gemacht, dass endlich mal die Community auch ein bisschen einbeziehen, und das finde ich gut. Das ist doch ein Schritt in die richtige Richtung, und seit dem Netcode Update fühlt sich Battlefield auch einfach ziemlich, ziemlich gut an, was den Hitmarker Rückkopplung oder das Gefühl für die Waffe, wenn man einmal schießt, dann trifft man den auch. Finde ich eine tolle Sache. Haben sie wirklich jetzt viel mit dem Spiel investiert. Natürlich hat es ein bisschen länger gebraucht, aber immerhin sind wir jetzt schon so weit, dass es ja schon in die Richtung geht, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel werden kann. Und es ist ja schon ein gutes Spiel geworden. Finde ich auf jeden Fall, macht wieder Bock auf Battlefield 4 ein bisschen. Ist ja ein bisschen eingeschlafen, so ein bisschen, wie ich bei mir finde. Es braucht einfach jetzt auch neue Ränge. Ich finde es gut, wenn sie jetzt Dragon's Teeth rausbringen würden. Würde auf jeden Fall alle glücklich stimmen. Und ja, es sind ja die ganzen Flame-Wellen abgeklungen. Die sind jetzt auf Battlefield Hardline übergegangen, was auch niemand versteht. Naja, ich glaube, die ganzen Battlefield-Community allgemein, alle Gamer, hacken ja nur noch auf den Publishern rum, beziehungsweise jetzt auf EA und DICE und etc. Naja, ist nicht so mein Ding. Ich finde die Spiele Battlefield Hardline auch gut und Battlefield 4 auch gut. MPX, gute Waffe. Kann ich jedem empfehlen, die mal auszuprobieren, auch wenn es im fertigen Game rauskommt. Einfach mal anschnuppern. Ich glaube, man muss gar nicht so viel für die Waffen machen. Ich kann mal kurz mich kundig machen, was dafür neue, was dafür verlangt wird von an Aufgaben. Ich glaube, diese Aufgaben sind schon bekannt, ja. Hier sieht man es ja auch. Battlefield Wiki, eine sehr, sehr coole, Seite. Aber hier steht noch nichts Wirkliches drin. Hier steht nur ein paar Daten über die Waffe drin. Aber hier steht noch ein paar, ja, die Daten habe ich euch runter. Die Realtime bringt eben 2,1 bis 2,7 Sekunden, was sehr, sehr cool ist. Und hier ein Rate of Fire von 850 Rounds per Minute. Das ist doch super. 850 Rounds per Minute. Also, muss man echt sagen, ist gut. Und hier sieht man, was ich vergessen habe. Der Nachteil der Waffe ist, dass sie ein kleines Magazin hat, nämlich nur 25 Schuss. Ich meine, die meisten haben ja 30 Schuss oder höher bei den PDWs.
Hat halt wenig Schuss, aber dafür einen hohen Schadensoutput und ich denke, das kann sich im Grunde sehen lassen. Wenig Recoil fühlt sich wirklich im Grunde gut an. Kann man nicht meckern bei der Waffe, wirklich nicht. Und hier habe ich es jetzt gefunden und zwar ist es der Auftrag Not the Weakest Link obtain 2 PDW Ribbons, also 2 PDW Ribbons müsst ihr dafür machen. Allerdings erst wenn das fertige Game raus ist, also jetzt braucht ihr das noch nicht machen. Ich sag's euch jetzt nur, was ihr dafür machen müsst. Also man kann es noch gar nicht machen, weil der neue Link-Modus, der ist jetzt ja noch nicht verfügbar. Das ist der neue Spielmodus, da muss man so Punkte miteinander verknüpfen und etc. Und da gibt's auch noch, da müssen wir 10 Links muss man da einnehmen, wahrscheinlich Punkte einnehmen, dass sie zum Link führen. Und 10 Spot Orders followen. Das könnte man ja hinkriegen, ne? Nicht so schwer der Auftrag, deswegen lasst euch überraschen, guckt bei Battlefield Wiki rein, da kriegt ihr immer die besten Informationen aufs Haus. Und ja, freue mich auf Dragon's Teeth, bin schon sehr gespannt, mit der Waffe natürlich, haben wir natürlich ein gutes Kaliber schon drin gehabt und es macht auf jeden Fall Spaß, neue Waffen auszuprobieren. Vor allem auf dem CTE jetzt das so gemacht haben, finde ich eine tolle Sache, muss man sagen. Macht mir sehr, sehr viel Spaß persönlich und ich freue mich, dass DICE das so ein bisschen auf uns zukommt. Wie gesagt, meins ist es jetzt und fand ich gut. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video ein bisschen was anfangen, war es ein bisschen unstrukturiert. Weil ich das Ganze jetzt einfach nicht richtig Lust habe, Videos aufzunehmen. Ich weiß, war ein bisschen unstrukturiert jetzt, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem das Prägnante von dem Video rüberbringen, dass die Waffe eben sehr, sehr gut im Close Quarters ist und halt eine sehr hohe Rate of Fire von 58 Rounds per Minute hat und deswegen eine gute performende Waffe ist mit einem niedrigen Recoil auf die Distanz natürlich wie jede andere PDW auch eher nicht zu gebrauchen und deswegen muss man das sagen. Muss man erstmal bis Release abwarten. Vielleicht ändert sich ja auch noch irgendwas. Man weiß es ja nie, was da so sich ändert noch. Ich meine, man kann jetzt in die Foren schreiben, was man von den Waffen hält. Habe ich auch schon meine Meinung kundgegeben. Und was man noch ändern will. Ich habe ja alle Waffen so ein bisschen ausprobiert. Von Deagle über die Sniper und alles. Und ja, muss sagen, bin guter Dinge und hoffe auf ein schönes Dragon's Teeth DLC. Freue mich schon drauf und da könnt ihr auch mit Videos wieder davon rechnen. Ich habe wieder Bock, Videos zu machen. Habt ihr auch gesehen, es kam wieder Battlefield Play for Free und Battlefield Hardline wird auch noch erscheinen. Ich bin im Battlefield Fieber und es gibt so viele Battlefield Games zum Zocken. Also, dann würde ich mal sagen, ihr habt lange genug jetzt meine Stimme ertragen. Ich erlöse euch jetzt und wünsche euch noch viel Spaß oder was ihr auch immer macht. Schönen Abend, schönen Tag. Euer Jacob von Elvo Gaming TV. Lasst einen Daumen hoch da und ein Abo, wenn ihr Bock habt. Und dann überlasse ich es euch, euren Gedanken. Macht's gut, euer Jacob.